Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es geschehen noch Zeiten und Wunder. Es gibt was Neues bei Miles & More und der Lufthansa. Man kann ja oder man konnte in letzter Zeit ja nicht wirklich viel fliegen. Man konnte damit auch seinen Status nicht halten. Requalifizieren nennt man das. Und da hat sich die Lufthansa was Interessantes überlegt, beziehungsweise eigentlich Miles & More. Was genau und was sich dahinter verbirgt und wie sich da für uns noch eine Tür öffnet, wie wir noch schneller an einen Status bei der Lufthansa kommen, das erkläre ich euch gleich. Ja, ihr wisst ja, es war einfach nicht möglich, in dem letzten Jahr und auch bis jetzt groß zu fliegen. Es ist einfach auch nicht möglich, eine verlässliche Buchung zu machen. Von daher weiß eigentlich niemand, was er mit seinem Status und mit seinen Meilen gerade in diesem Moment anfangen soll. Und jeder hat so ein bisschen Angst, was mit seinem Status passieren könnte für die Zukunft. Denn man hat ja letztendlich auch teilweise Geld investiert durch Flüge und hat auch die Meilen dort entsprechend gut schreiben lassen bei Lufthansa Miles & More, ja, und kann jetzt einfach nicht planen und nicht fliegen. Das heißt, man schafft die Requalifikation für den nächsten Status, also für das nächste Jahr, nicht und verliert einfach seine ganzen Benefits wie Loungezugang, wie Priority Boarding oder halt letztendlich auch mehr Gepäck. Das sind ja alles die Benefits, die in einem Status hängen, die es dazu gibt, als Belohnung sozusagen. Und diese Belohnungen hat man halt die ganze Zeit, solange man diesen Status hat. Wenn man diese nicht schafft, dann sind diese Belohnungen bzw. diese Benefits dann weg. Und das gefällt nicht jedem Statuskunden oder jedem Stammgast, der also quasi deswegen dann die Lufthansa, die Swiss oder Austrian gewählt hat oder wählen würde für die Zukunft. Und die könnten ja eventuell dann ausweichen zu anderen Airlines. Und das möchte man nicht bei der Lufthansa und bei Miles & More. Deswegen hat man seine Statuskunden bzw. auch seinen gesamten Teilnehmern von Miles & More ein sehr, sehr interessantes Angebot gemacht. Für das gesamte Jahr 2021 sammeln wir alle, egal ob Status oder nicht, doppelt Status-Meilen, nicht Prämie-Meilen. Das ist was ganz Wichtiges. Ihr sammelt nur doppelt Status-Meilen, um eben schneller und einfacher an einen Status zu kommen oder euren bisherigen Status einfacher zu requalifizieren, nämlich doppelt so schnell, weil ihr doppelt so viele Meilen bekommt. Ja. Aber das allererste Mal sammeln auch Statuskunden, Frequent Traveler oder auch Senatoren bei der Lufthansa, Hon Circle Meilen doppelt. Das gab es auch noch nie. Das ist eine ganz exklusive Sache. Wer, so war es bisher vorher, in 2 Jahren 600.000 Meilen, Statusmeilen geschafft hat, also er muss aber auch dadurch 600.000 Meilen fliegen, der ist Hon Circle, also der höchste Status bei der Lufthansa und hat noch viel, viel mehr Benefits. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir kümmern uns eher mal um den Senator. Das ist so der Goldstatus in der Star Alliance, den wir als den besten und einfachsten Status ja, der Star Alliance ja, empfinden. Wir sammeln ihn zum Beispiel bei SAS, weil er dort einfacher zu erreichen ist. Da sammeln wir nur mit 45.000 Statusmeilen ja, zu erreichen und bei der Lufthansa sind es ganz 100.000. Aber aktuell sind es jetzt nur noch 50.000. Und um diese 50.000 Statusmeilen zu bekommen, muss man nicht unbedingt fliegen. Das ist das Interessante daran. Also wer zum Beispiel schon einen Status hat, den Frequent Traveler, der bekommt jetzt auch die Möglichkeit, durch die Kreditkarte gleichzeitig neben Prämienmeilen auch Statusmeilen zu sammeln. Das gab es auch noch nicht. Also die Lufthansa überlegt sich gerade was ganz Neues und öffnet sich so ein bisschen, also Miles & More, was ich gut finde. Also es ist ein sehr, sehr guter Kompromiss. Das heißt, jeder Frequent Traveler oder Senator mit einer Kreditkarte bekommt erstmal für das Jahr 2021 5.000 Statusmeilen einfach so geschenkt. Und dann hat er noch die Möglichkeit, durch Ausgaben mit der Kreditkarte doppelt Statusmeilen zu generieren. Das heißt, mit 12.500 ausgegebenen Euros haben wir 25.000 Meilen, Statusmeilen mit der Kreditkarte generiert, die dann automatisch dem Konto gutgeschrieben werden, plus die 5.000 geschenkt, sind wir bei maximal, die man nämlich damit bekommen kann, 30.000 Statusmeilen, die wir dann auf unserem Konto haben. Ja. Dann fehlen nur noch 20.000 Meilen, Statusmeilen, also das heißt 10.000, zum Beispiel 10.000 geflogene Meilen, dann seid ihr im Status Senator. Ich glaube, einfacher war es tatsächlich noch nie.
Ja, jetzt überlegt ihr euch, ich habe aber noch gar keinen Status bei der Lufthansa Miles & More. Dann kriege ich aber mit der Kreditkarte gar nicht die Möglichkeit, an Statusmeilen zu kommen. Ja, das ist wohl wahr, aber ihr habt ja die Möglichkeit, durch dass jeder von uns Doppelstatusmeilen sammeln kann, erstmal den Frequent fliegen, den gibt es normalerweise mit 35.000 Statusmeilen. Ihr müsst aber durch die doppelte Anzahl an Statusmeilen ja nur noch 17.500 Meilen fliegen und habt damit den Frequent Traveler und könnt ab diesem Zeitpunkt auch mit der Kreditkarte entsprechend dann eure Statusmeilen generieren durch Ausgaben von 12.500 Euro in einem Jahr. Ich glaube, das ist alles sogar sehr, sehr gut machbar. Das heißt, in diesem Jahr ist es besonders einfach mit den verschiedenen Bausteinen und gar nicht mehr viel fliegen. Ihr müsst letztendlich ja nur diese 17,5 Meilen geflogen haben, wenn ihr keinen Status habt und vielleicht noch ein bisschen mehr. Es gibt zu viele gute Deals gerade und seid ganz, ganz schnell dann im Senator-Status und habt dafür 2 Jahre, 2 Jahre den besten, meiner Meinung nach, besten Status in der Starlines-Inne. Das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Und ihr habt halt, wie gesagt, das gesamte Jahr noch Zeit. Dann ist noch ganz, ganz wichtig zu sagen, viele fragen jetzt wahrscheinlich auch, was ist denn mit den Flügen, die ich dieses Jahr schon gemacht habe, die also quasi schon abgeschlossen sind? Tatsächlich gilt es rückwirkend. Alle Flüge, die dieses Jahr absolviert worden sind, bekommen doppelte Statusmeilen. Das heißt, sie werden nachträglich gutgeschrieben. Aber lass uns das alles nochmal ganz in Ruhe zusammenfassen. Ich habe jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel erzählt. Ich habe es euch ein bisschen eingeblendet, aber wichtig für euch ist zu wissen, alle Teilnehmer des Miles & More Vielfliegerprogramms bekommen ab 1.1.2021, also dieses gesamte dieses Jahr bis Ende des Jahres, doppelte Statusmeilen gutgeschrieben. Jeder Frequent Traveler oder Senator bekommt zusätzlich auch noch zu den normalen Statusmeilen auch noch die Hon Circle Meilen doppelt gutgeschrieben. Jeder Statuskunde, ne, also Frequent Traveler oder Senator, bekommt mit der Kreditkarte die Möglichkeit, doppelt Statusmeilen ebenfalls zu sammeln, bis zu 25.000 plus die 5.000 Statusmeilen, die geschenkt worden sind. Ja, und damit könnt ihr euch ausmalen, wie einfach es sein wird, für dieses Jahr entsprechend diesen Status zu bekommen. Vorausgesetzt, wir können einigermaßen fliegen. Aber hoffen wir mal, dass es zumindest ab Mitte des Jahres wieder einigermaßen möglich ist, mit Thema Impfung, mit Thema mehr Reisefreiheit, mehr Öffnungen der Länder, dass man entsprechend wieder reisen könnte. Den einen oder anderen Flug kann man bestimmt machen, da bin ich mir sicher. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!